So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Horst Weber, Apollo Edelmetalle. Vor mir sitzt der Klaus Dauer. Der Klaus, wir haben heute unseren dritten Termin vom Coaching, also wir sind bereits im dritten Monat. Du hast da auch das letzte Mal schon die Einkaufskontakte bekommen, weil du schon die ganze Coaching-Gebühr auch bezahlt hast. Was war denn so deine Erfahrung jetzt mit den Einkaufskontakten? Wie bewertest du die und wie ist es bisher gelaufen? Also die Kontakte sind sehr gut. Ich habe den einen oder anderen schon angerufen, gefragt, welche Unterlagen sie brauchen, haben gleich mir die Fragebögen oder was zugeschickt per E-Mail, die meine Unterlagen, Gewerbeanmeldung etc. habe ich entsprechend eingereicht. Habe auch schon die ein oder andere Bestellung getätigt. Die Lieferung ist zum Teil gekommen, zum Teil müsste den nächsten Tag in der Post sein. Natürlich erstmal jetzt alles gegen Vorkasse. Und sobald die Woche jetzt auch die letzte Münze kommt, werde ich wieder den ersten Verkauf tätigen, die Vorbestellung von einem Kunden. Also auch da funktioniert es. Natürlich kann man dann auch, wenn der Kunde sagt, das und das wieder haben, entsprechend bestellen, was ja auch dann sinnvoll ist. Genau, ich glaube, der Kunde hat es mir erzählt, er war ja auch ganz schnell angetan, ne, von dem Der hat die Wechsel. erste Lief oder die erste Teilbestellung schon bekommen und hat mir auch vorgeschlagen, hat also ja ein Geschäft mit Auslage, dass ich gern bei ihm zwei, drei Münzen in die Schaufenster mitstellen darf und Visitenkarten von mir und so, dass ich da ein bisschen Werbung in der Innenstadt, in der Fußgängerzone für mich habe, was ja Genau. sehr schön ist. Das ist Zeigt ja, dass es ihm auch gefällt. ja klasse, ne? Das heißt, du hast sofort einen kostenfreien Werbekanal bekommen, wo du, sagen wir, Münzen ausstellen kannst, wo die Leute auf dich aufmerksam werden, Ja, ne? Genau, ist so ein guter eine. Ansatzpunkt und vielleicht sollte man es beim einen oder anderen Geschäftskunden sogar weiterverfolgen. Ja, super Idee. Ja. Genau, dann haben wir ja Orderbuch. Wie ist dein Eindruck vom Orderbuch? Ist das eine Geschichte, wo du sagst, okay, da kann ich sehr gut und auch schnell meine Käufe und Verkäufe überwachen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso ein bisschen einer, der gern Statistiken macht und insofern sollte man mit dem Orderbuch auch arbeiten, meines Erachtens. Ist eine schöne Bestätigung, was habe ich gekauft, was ich schon wieder verkauft, welche Preise, welche Handelsspanne hatte ich. Ich habe mich auch hingesetzt und habe das Ganze schon mit einem Excel, für mich, weil ich keine schöne Handschrift habe, mache ich sowas nicht gern per Hand, sondern mache das lieber mit Tabellenkalkulation, habe ich mir auch schon ein kleines Programm dafür geschrieben. Okay, klasse, sehr gut. Ja, dann freue ich mich auf unseren heutigen Termin. Heute schauen wir uns ja mal an, ganze Verpackung, Versand, wie das alles funktioniert. Wir packen auch live nachher Pakete, ne, dass du auch mal siehst, wie man das entsprechend abdichtet, wie man das absichert, damit es gut beim Kunden ankommt. Und dann werden wir noch ein bisschen was über Vermarktung noch ein bisschen sprechen. Ja, Na? Marketing und so, genau. Gut, alles klar, danke. Danke.